Hi Leute, ich bin Silber Glang und wir spielen Ultimate Wolf Simulator Episode 1. Let's start with the video oder Englisch. Ich kann Englisch, aber ich rede jetzt nicht Englisch. So bescheuert bin ich nicht. Nehmen wir einen schwarzen oder einen weißen Wolf. Also diese normalen Wölfe gefallen mir irgendwie nicht so, weil mache ich mal kurz. Es besser sehen können, also damit ich es besser sehen kann. So, jetzt habe ich mal ein bisschen die Helligkeit hochgemacht. Ich weiß nicht, das ist eigentlich mega schön, dieses Braun. Weil der hat blaue Augen. Und guck mal, der ist auch hübsch. Aber ich glaube, wir nehmen schwarzen Wolf. Also ich bin, ja, komm. Dark. Ich bin ein Dark. Kennen wir den Namen? Ja. Lonestar. Nee, wir nennen ihn Darky. Darky. Enter. Ja. Das soll natürlich ein Female sein. Wir sind nämlich ein Mädel, ne? Wir sind ein Mädel. Das wunderschöne Babys kommen wird. Ja. Also, würde ich mal sagen, auf geht's zur Reise. Was gibt's denn hier so? Ja, halt viel mehr und so. Eine Karte! Oh, krass. Ja, Meer. Das müssen wir unbedingt besuchen, das Meer. Wir sind auf irgendeinem Kreuz. Was hat das Kreuz zu bedeuten? Egal. Health, okay. Achievement. Fall. Oh, geil. Story Cat Simulator. Wenn ihr wollt, dass ich mal Story Cat Simulator spiele, dann gebt dem Video einen Daumen hoch und kommentiert ordentlich. Volumen, ja. Mache ich ein bisschen runter, damit ihr mich auch mal hört. Kamera free, nehme ich immer so. Quality high für euch. Ja, dann gibt es hier noch so Level 1 halt, Vitality, kann ich noch nichts machen. Make of the World, ah, okay. Dann gibt es halt noch Effekt und Ausdauer und bla bla. Was gibt es hier noch? Ja, halt, High Scenes, okay. Alles klar, können wir uns später angucken, denn gerade stehen wir noch auf 0, weil wir gerade anfangen. Dann gucken wir jetzt mal. Use the joystick stick to swipe the screen to move your wolf. Have to continue. Ja, okay. Ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Springen, genau. Beißen. Heulen. Machen. Ja, okay, ich habe es verstanden. Länger, okay. Ach so, man kriegt halt EP. Okay, gut. Na dann. Mal glubschen. Was kann man hier machen? Kann man hier nicht mal schnüffeln, was es hier so gibt? Geht schnüffeln nicht, oder wie? Ich möchte schnüffeln, wo Leute. Da ist eine Fledermaus! Oh mein Gott, die greift uns an! Ach du Scheiße. Nee, ich hab's Eier angegriffen. Komm, unsere erste Beute. Ja, unsere erste Beute. Komm, Leute. Gibt es das? Kann man das in den Mund nehmen? Ja, man kann das in den Mund nehmen. Geil. Okay, dann essen jetzt. Lecker. Oh, das war jetzt echt lecker. So, das ist halt Daki. Die ist auf sich allein gestellt und versucht hier ein schönes Zuhause zu finden. Und wir springen jetzt über den Baumstamm. Yay! Oh mein Gott, das bewegt sich, ja. Hä? Das bewegt sich. Lol, was, wenn wir das jetzt irgendwo rumschieben können? Hey, lol, wir können das irgendwo rumschieben oder das Walle oder so. Wir können uns ein Haus bauen mit dem Stamm hier. Ja, und wegen dem Heidepark Vlog, der, wenn ich den überhaupt mache, der kommt dann so Mittwoch, Donnerstag. Wolf, willst du unser Partner sein? Oh mein Gott, ein weißer Wolf und ein schwarzer. Das wäre mega nice. Komm, sei mein Partner. Sei mein Partner. Komm, sei mein Partner. Nein, warum hab ich dich? Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Nein! Warum bist du so böse zu mir? Lass mich in Ruhe! Yeah! Nicht böse auf alles. Oh mein Gott, da vorne ist was. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Können wir. Ah, wir können unser Territorium markieren. Geil.
Ja, und da sieht man hier jetzt, kann ich nochmal machen? Bringt jetzt irgendwas? Nee. Da ist noch ein Wolf. Oder was ist das? Ein Schaf! Ja, wie bei dem. Ah, ja, dann lass mal Schafe fangen. Okay, Schafi. Schafi, Schaf. Nein. Warum bin ich so langsam? Oh mein Gott, das ist gerade festgestackelt. Mein Gott, ja. Unser erstes richtiges Beutestückchen. Oh, lecker. Wir können es in den Mund nehmen. Geil. Können es in den Mund nehmen. Oh, jetzt erstmal futtern hier. Ich bin Level up. Geil. Ich bin. Ja, da geht Level up. Yay. Falls ihr euch fragt, warum ich mich so komisch anhöre, ich habe total die Pollenallergie, weil mich Pollen hassen und ich hasse sie. Ja. Was ist das, Nebel? Entschuldigung. Da ist Nebel, da kriegt man noch Pollenallergie, wenn Nebel da ist, genau. Sind da noch mehr Wölfe? Aber die Wölfe sind uns jetzt nicht so gut gesonnen. Ja, glaube ich schon. Wir versuchen uns mal daran vorbeizuschleichen. Seid ihr ruhig? Bleibt ihr ruhig? Gut, ihr seid ruhig. Wo ist die Maus? Ich will die Maus. Das war gerade ein Mäusesound. Das weiß ich. Da ist die Maus. Gib mir meine Maus. Maus, komm her, bleib. Oh mein Gott, ich habe meine Maus gefangen. Geil. Meine Maus. Jetzt esse ich meine Maus. Geil. Ich habe eine Maus gefangen. Das Wasser. Ich glaube, wir können was trinken. Oder können wir schwimmen gehen? Wir können uns waschen. Naja, ich glaube, waschen ist nicht so nötig. Aber wir können was trinken. Hätten das Eis schon davor? Das würde mich mal interessieren. Hä, brauchen wir das? Ne, wir sind schon im Wasser drin. Wir können schwimmen. Jetzt dürfen wir fließen. Hatte. Sind das Spiel? Oh mein Gott, das sind Fische im Wasser. Kann man Fische fangen? Okay. Komm. Vielleicht können wir dann mit dem Partner schlafen, oder keine Ahnung. Kann man eigentlich die Karte wie so einen Lappen? Ja, man kann die Karte wie so einen Lappen benutzen. Oder? Nice game. Da war jetzt. Warum ist hier so viel Beute? So viel kann ich doch nie im Leben essen. Ja, also lass erstmal mit dem Navi zu unserem Mate laufen. Ich hoffe, dass es unser Mate ist und nicht irgendein komisches Tiefen. Ein Schaf. Ich laufe gerade ungewollt einem Schaf hinterher. Ja, unsere Energie ist voll. Okay. Dann jetzt weiterlatschen. Ich bin mal gespannt, was dieses Fragezeichen ist. Es muss irgendwas Cooles sein, denn sonst wäre es nicht auf der Karte markiert.
vorbei. Naja, wir müssen. Ich bin irgendwie unbedingt zu dem Fragezeichen. Man muss es irgendein. Oh mein Gott, ah, habe ich mich gerade. Alter, ich habe mich halt übelst erschreckt, als dieses Reh kam. Ja, hier ist ein Durchgang. Ich komme auch näher zum Fragezeichen. Vielleicht ist das so ein Boss oder. Nee, das ist ein Boss, ich glaube eher bei den Todesgebieten. Von Wildcraft. Na, oh mein Gott, ist das unser Mate? Nee, das ist nicht. Was? Hä? Ach, das ist unser. Ah ja, das ist unser Zuhause. Ach, diese Fragezeichen sind ganz viele zu Hause. Ah ja, ich verstehe. Wie kann man hier verschlafen? Oh mein Gott, was passiert hier? Soll ich das machen? Ich kann nichts machen. Das geht nicht. Egal. Ich schlafe erstmal. Aber wir kriegen EP, wenn wir schlafen. Ist bei Wildcraft nicht so. Und ja, ich esse gerade nebenbei, wie sie es. Wir müssen unbedingt ein bisschen leveln. Denn ich glaube, ab so Level 5, wenn das hier bei Wildcraft ist, kriegen wir ab Level 5 unseren Mate. Deswegen würde ich mal vorschlagen, jetzt ein paar Leute zu töten. Wir haben auch irgendwann mal wieder Hunger. Oh mein Gott, scheiße. Ach du Scheiße, wie viele Füchse sind das denn? Ach du Scheiße, meine Energie wird weg sein. Ach du Scheiße, was passiert mit dem Sterben? Müssen wir von vorne anfangen? Ich will Darky nicht verlieren. Lasst mich in Ruhe. Ich kann nichts machen. Lasst mich. Hilfe. Hä, ich kann nichts rennen, ich kann nichts machen. Alter, lass mich in Ruhe, ich wollte nur was zu essen holen. Lass dich gerade, ich habe euch nichts getan, ihr dummen Köpfe. Oh, ach, jetzt sind wir wieder hier. Oder müssen wir jetzt von... Nee, wir haben unser IP. Nee, hä, wir boah, ach ja, wenn wir nicht unseren Den gefunden hätten, dann... Ach. Als war das vielleicht doch nicht so schlecht, diesen zum Fragezeichen zu gehen. Ja, habe ich jetzt geknurrt. Das war nicht meine Absicht. Ist das da vorne so ein Hirsch? Ich hoffe, das ist nicht wieder so ein dummer Fuchs. Denn mit Füchsen habe ich echt gerade schlechte Erfahrungen. Ist es ein Hirsch? Nee, ist es ein Fuchs. Ich glaube, nee, sind wir diese bescheuerten Füchse. Aber da ist ein Fuchs alleine. Den kann man vielleicht holen. Ja, der Fuchs alleine wäre doch eine gute Beute. Alter, wird das knappe Kiste. Jawohl. Er hat uns nicht mal die Hälfte abgezogen, wo wir schon mehr als die Hälfte haben. Ja, ich glaube, den haben wir. Eigentlich sind Füchse nicht so stark, aber... Zusammen sind sie halt mega stark und ich hätte einfach auf meine Energie achten sollen. Dann sind wir noch zwei Level. Bis Minuten, damit ihr eine. Ja. Damit ihr eine Länge der Episoden habt. Das Leben von unserer lieben Darky hier. Also sie versucht jetzt ein bisschen Erfahrung im Jagen zu holen. Und jupp. Da vorne sind wieder diese blöden Füchse, oder was? Warte mal, ich bin wieder out of energy. Wenn ich zu den Füchsen gehe. Hey. Nicht in Wildcraft fangen. Alter, ist das eine geile Grafik hier. Alter, warum haut ihr so schnell ab? Bleib doch mal hier. Endlich, Alter. Schwierige Kiste hier. Und ich habe wirklich vor, mich zu zeigen. Und ja. Alter, dieser Rabe.
Die Flügel sehen so geil aus. Ist ja cool, wenn ich solche. Warte mal, kann man sich da drauf stellen, sodass man. Nee. Warte mal. Dann sieht es so aus, als hätte ich Flügel. Nee, aber es wäre geil, wenn es hier Flügel gäbe. So als fliegender Wolf ist. Ich finde, das sieht echt nice aus. So. Ich gehe noch mal was trinken und guck mal, ob ich dieses Mal ein bisschen mehr Glück bei den Fischis habe. Warum habe ich jetzt geheult? Nicht heulen an sich, sondern Wolf geheult, aber ja. Erstmal ein bisschen trinken, wer kennt's nicht. Ich hab da vorne ist wieder mal so ein Fischi. Kann man schnell fahren, wenn man darf. Keine Fische mehr, schade. Wäre auch ein bisschen zu schön gewesen, wenn hier noch Fische wären. Ja, okay. Da kann ich auch hier direkt am Strand mal das Video beenden. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen hoch da und die nächste Episode folgt dann halt so. Ja. Tschüss.